Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einem neuen Video von mir. Diesmal zu meinem Hör- und Serien- und Guckmonat Februar. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, weil ich dir ja nicht nur Serien zeige, sondern auch Filme, die ich geguckt habe. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los, denn es gibt wieder einiges, was ich dir gerne zeigen möchte. Fangen wir doch wie gewohnt mit den Hörbüchern an, die ich im Februar gehört habe. Und das war diesmal, um genau zu sein, eins, nämlich Dumplin' Go Big or Go Home von Julie Murphy. Hier geht es um die 16-jährige Willow Dean, die Dolly Parton liebt, die ein bisschen dicker ist und die damit absolut kein Problem hat. Zumindest redet sie sich das immer ein, bis sie sich dann in Beau verliebt. Beau ist attraktiv, sportlich und wird von allen Seiten total verehrt. Und sie denkt sich so, ach naja, bei dem habe ich eh keine Chance, ne? Und dann küsst er sie aus heiterem Himmel und sie kriegt dann auf einmal doch Selbstzweifel und denkt so, oh, bin ich nicht vielleicht zu dick für den? Wie ist es? Und es ist so, dass ihre Mutter sich darum kümmert, dass der Schönheitswettbewerb in dem Ort, in dem sie wohnen, jedes Jahr veranstaltet wird. Und sie macht sich, also Willow Dean, nicht ihre Mutter, macht sich darüber ganz gerne mal lustig und beschließt dann aber eigentlich aus Spaß, sage ich mal, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Ellen. Und auf einmal, packt sie so der Ehrgeiz. Und sie möchte einfach ein Zeichen setzen und zu zeigen, man muss nicht 90-60-90 Maße haben, um an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen zu können, sondern jeder ist gut, so wie er ist. Was ich besonders schön fand, beziehungsweise immer noch finde, ist, dass hinten drauf steht auf dem Buch und natürlich auch beim Hörbuch, Badeanzüge haben so etwas an sich, das einen denken lässt, man müsste sich erst das Recht verdienen, sie zu tragen. Aber eigentlich ist doch die entscheidende Frage, hast du einen Körper, dann zieh ihm einen Badeanzug an. Was soll ich sagen? Sie hat absolut recht mit dem, was sie sagt. Und ich fand es einfach sehr, sehr spannend, diese Geschichte zu erfahren, mehr über Willow Dean und ihr inneres Seelenleben zu erfahren. Gleichzeitig spielt auch ihre Tante eine große Rolle. Ihre Tante ist bereits verstorben und die beeinflusst sie in ihrem täglichen Sein aber sehr. Und was Willow Dean auch für eine Entwicklung durchmacht, wie es mit Beau ist, wie es mit ihrer Freundin Ellen ist, wie auch die Beziehung zu ihrer Mutter sich nochmal verändert, war voll spannend mit anzuhören. Und das Buch wurde mir schon vor sehr, sehr langer Zeit empfohlen. Jetzt bin ich froh, dass ich es endlich als Hörbuch gehört habe. Gesprochen wird das Buch von Claudia Ajay und ich höre ja meine Hörbücher immer über BookBeat. Ich kann dir nur immer wieder ans Herz legen, das einfach mal zu testen. Mit dem Code Expectobotronum kannst du das 8 Wochen lang kostenlos tun. Heißt, du kannst wirklich 2 Monate lang hören, so viel du willst. Ich schreibe dir alle Infos dazu in die Infobox, aber ich kann dir sagen, dass das wirklich mir so, ja, im Alltag einfach unglaublich viel gibt. Und du kannst dir die Bücher auch runterladen, du kannst in den verschiedenen Kategorien stöbern, also eigentlich sollte da auch für jeden was dabei sein. Und ja, ich kann dir einfach nur immer und immer wieder sagen, guck es dir mal an. Mein Leben hat es auf jeden Fall total bereichert, auch mehr auf Hörbücher zu gehen. Und es hilft mir natürlich auch beim Subabbau. Also das Buch hätte ich jetzt vielleicht nicht noch nebenbei irgendwie lesen können, weil es gibt ja so Situationen, in denen man eher was hören kann, als eben selbst zu lesen. Und für mich ist das einfach etwas, was fest zu meinem Alltag dazugehört. Kommen wir jetzt zu den Podcasts, die ich im Februar gehört habe. Und es ist ja so, dass ich bestimmte Podcasts habe, die ich regelmäßig höre. Zum einen ist es der Podcast Trotzdem geil von Florian und Julina Mennen und der offizielle Bibi Blocksberg Podcast. Und beim Bibi Blocksberg Podcast fand ich im Februar besonders cool die Folge, wo Kilian Kerner interviewt wurde. Das ist ein ganz, ganz bekannter und erfolgreicher Modedesigner und der kommt als Figur Kili auch öfter im Bibi Blocksberg-Universum vor. Ich liebe die Stimme, ich liebe die Art und Weise, wie er als Kili agiert, aber auch wie er eben als Kilian Kerner im echten Leben, sage ich mal, so sich gibt. Ich meine, ich kenne ihn natürlich nie persönlich, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ich mag die Art und Weise, wie er spricht, was er für Gedanken hat und die Folge fand ich richtig cool. Und ich bin außerdem gerade dabei, die Bibi Blocksberg-Folgen alle in der Reihenfolge nochmal zu hören. Und bin dann bei Folge 62 angekommen, das feuerrote Nashorn, und habe gemerkt, dass diese Folge nicht auf Spotify verfügbar ist. Und habe mich dann gefragt, warum fehlt diese Folge? Ist dir sowas auch schon mal aufgefallen? Mir ist das jetzt schon bei 2 Folgen aufgefallen, dass die weg sind. Ja, ist ja auch egal, es soll ja eigentlich um die Podcasts gehen. Und bei Trotzdem geil ist es ja so, dass Florian und Julina über Beziehungen sprechen, aber eben auch darüber, was so für philosophische Fragen im Leben eigentlich rumschwören, aber eben auch nicht so philosophische Fragen. Und eine Frage war beispielsweise, wenn du mit mir auf ein Date mal wieder gehen könntest, einfach alleine, was würdest du gerne machen? Und die beiden haben dann übers Kino gesprochen und sind dann auf Pimmel im Popcorn gekommen und das fand ich so witzig.
Ich habe das gehört, als ich unterwegs war und auf den Bus gewartet habe. Und ich, wirklich, ich saß, also beziehungsweise ich stand da, ich habe mich dann hingesetzt, aber ich stand an der Bushaltestelle schon mit Maske auf und ich musste einmal richtig so laut loslachen. So, so, ne? Wie man dann halt, wenn man versucht, es zu unterdrücken, lacht. Und neben mir stand ein Typ, der das halt, also er hat so geguckt und er musste dann irgendwie selber kurz lachen. Ich so, sorry, ich höre gerade einen Podcast und es ist so witzig. Und dann war er so, okay, ja, alles klar. Geht ihn ja auch eigentlich gar nichts an, was ich mache, aber ich wollte mich irgendwie rechtfertigen, damit er nicht einfach nur denkt, ich bin komplett irre. Und das war halt wirklich eine so witzige Folge. Also, das hat so einen Wohlfühlcharakter irgendwie, ja. Also, die beiden Podcasts kann ich dir empfehlen, die höre ich jetzt schon seit Monaten und bin damit mega happy. Und dann ist für mich ein sehr neuer und, also, der ist gar nicht neu, der Podcast, für mich ist er halt neu, aber für mich ist er sehr wichtig, der Learn to Love Yourself Podcast von Tiffany Licker dazugekommen. Tiffy ist ein Persönlichkeitscoach, ein Selbstliebe-Coach und kümmert sich eben darum, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, emotional sich nicht mehr so abhängig macht und sich vor allem mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt. Und sie hat vor Jahren einen Podcast gestartet. Ich fange bei sowas dann auch wirklich immer bei der ersten Folge an. Ich glaube, die erste Folge ist von 2017 oder so. Und höre mir halt nach und nach die Folgen an. Und es ist meistens immer so ein kleiner Anstoß, so nachzudenken, wie man sich eigentlich verhält, was man für Gedanken hat. Und was man für sich selbst auch Gutes tun kann, fand ich total schön. Also solltest du dich auch für solche Themen interessieren, kann ich dir den echt ans Herz legen. Sie hat auch so Affirmationen für den Tag drin, Meditationen und vor allem in den neueren Folgen kommen natürlich auch so ein paar Updates zu dem, was sie mit ihrem Learn to Love Yourself Business eigentlich so macht, ne? Super, super angenehmer Podcast, habe ich mich sehr wohl gefühlt. So, und zu guter Letzt kann ich dir nur sagen, ich bin ja so ziemlich der letzte Mensch, der jetzt gerade Podcasts für sich entdeckt. Das ist ja eigentlich schon so ein Ding, was alle anderen Menschen schon ewig machen. Aber ich bin jetzt dabei, mich da so ein bisschen ranzutasten. Ich hatte anfangs wirklich ausschließlich True Crime Kram gehört, aber jetzt bin ich mehr so in Richtung Comedy oder auch mal so politische Themen gegangen. Und bin dann natürlich, wie sollte es anders sein, auch mal dazu gekommen, Gemischtes Hack zu hören von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Ich habe, glaube ich, die ersten 4 Folgen oder so gehört. Ich feiere es richtig. Ich finde die wirklich angenehm. Ich finde die Stimmen sehr angenehm und vor allem natürlich auch die Themen. Darum geht es ja auch eigentlich und nicht um die Stimmen. Aber das ist was ich mir auf jeden Fall jetzt auch regelmäßig geben werde. Und ich habe aber irgendwie so einen Drang, wirklich bei der ersten Folge anzufangen und mich dann vorzuarbeiten. Heißt aber auch, dass natürlich der erste Podcast jahrelang zurückliegt und sich eigentlich mit Themen beschäftigt, die jetzt gar nicht mehr so relevant sind. Ist aber egal, finde ich trotzdem spannend. Also solltest du auch jemand sein, der sich an Podcasts gerade erst noch so rantastet, dann würde ich sagen, guck doch schon mal so ein bisschen, was für große Podcasts es gibt, hör ein bisschen rein, guck, ob dich das thematisch interessiert, aber dann würde ich auch immer gucken, was es darüber hinaus auch noch gibt. Denn inzwischen gibt es ja so, so viele verschiedene Podcasts. Da muss man für sich, glaube ich, so ein bisschen rausfinden, was man am angenehmsten findet. Also solltest du Empfehlungen für mich haben, gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt offen für alles, was damit zu tun hat. So, und jetzt kommen wir noch zu den Serien und Filmen, die ich im Februar geschaut habe. Und bei den ersten beiden Serien fasse ich mich relativ kurz. Da geht es nämlich um die neue Staffel von Sex and the City, And Just Like That, und um The Witcher Staffel 2. Ich habe Anfang Februar endlich die letzten Folgen von The Witcher Staffel 2 geguckt. Das hat sich irgendwie ewig gezogen bei mir und meinem Freund, weil wenn du das dann zusammen gucken willst, dann hast du verschiedene Arbeitszeiten, jeder ist dann irgendwie auch mal unterwegs oder so, musst du dir ja erstmal Zeit nehmen, das wirklich in Ruhe zu gucken. Und es ist ja auch nichts, was man dann nebenbei guckt, sondern du willst deine volle Aufmerksamkeit The Witcher dann irgendwie widmen. Haben wir getan, absolut spektakulär. Staffel 2 finde ich noch gigantischer als Staffel 1 und ich kann dir nur sagen, schau es dir an. Geralt hat ja auch mehr Sprechanteil als in Staffel 1, also es entstehen durchaus Dialoge. Oh, ich fand es einfach wahnsinnig cool. Ich musste bei manchen Situationen erstmal nochmal kapieren, wer jetzt wer ist und wie was zusammenhängt, weil wenn es ein Jahr her ist, dass man die erste Staffel geguckt hat, ne, dann ist es immer ein bisschen schwierig bei mir im Oberstübchen, aber es hat geklappt und ich bin wahnsinnig gespannt, was sie dann in der nächsten Staffel noch rausholen werden. Und bei Sex and the City muss ich sagen, bleibe ich bei meinem Urteil, dass ich diese neue Staffel wirklich toll finde. Es gibt ja viele, die es furchtbar finden, aber mindestens genauso viele, denen es geht wie mir. Es ist zum Wohlfühlen. Ich finde, dass die Charaktere sich so entwickeln, wie ich es absolut nachvollziehbar finde.
Es werden sehr viele aktuelle Themen angesprochen und der Umgang von Carrie und Co. mit diesen Themen ist so, wie ich es mir auch vorgestellt hätte. Von daher kann ich nur sagen, ich habe es genossen, das zu gucken und hoffe, dass da noch einiges kommt. Dann war ich nach gefühlten 100 Jahren mal wieder im Kino und habe den Film Wunderschön geguckt. Und dieser Titel passt perfekt zu dem Film. Es geht um verschiedene Frauen, die in verschiedenen Situationen in ihrem Leben quasi stecken. Es geht um eine junge Frau, die ihre Modelkarriere vorantreiben will. Es geht um eine Mutter von zwei Kindern, die absolut überfordert mit dem ist, was da ist und nicht glücklich und die wieder arbeiten gehen will, die gleichzeitig aber auch voll die Selbstzweifel hat. Es geht um eine Lehrerin, die mega selbstbewusst und feministisch vorangeht, aber eigentlich voll die Bindungsängste hat. Und es geht um eine Frau, die in ihrer Ehe nicht mehr happy ist, die Kinder sind aus dem Haus, sie fühlt sich von ihrem Mann nicht mehr wirklich beachtet und die hängen quasi alle, ja, es hängt alles irgendwie miteinander zusammen über verschiedenste Ecken. Und es ist ein Film, der von Caroline Herfurth produziert wurde, die auch mitspielt. Sie ist quasi die Mutter von diesen zwei Kindern. Und dieser Film hat mich zum Lachen gebracht, der hat mich zum Weinen gebracht, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Und die wichtigste Message dieses Films ist es, du bist gut so wie du bist, lass dich nicht von anderen verbiegen, lass dir nicht von anderen einreden oder ja, vorgaukeln, dass du nicht genügst in dem, wie du bist. Sprich über Dinge, die dich belasten und mach dir nicht selber so einen Druck. Darum geht es im Endeffekt. So, so schön gewesen. Auch die, ich bin ja so eine, ich achte sehr auf Musik. Ich achte sehr auf Hintergrundmusik und höre mir dann ja auch die ganzen Playlists dazu gerne nochmal an. Und ich habe mir eben auch die Playlist danach aufs Handy gemacht, also bei Spotify mir angehört. Und muss sagen, da kommt sofort dieses Gefühl wieder rüber, was ich hatte, als ich diesen Film geschaut habe. Ich habe den zusammen mit einer Freundin geguckt und wir beide waren danach so richtig so, oh, krass, irgendwie, das hat uns total viel gegeben. Also solltest du die Chance haben, diesen Film zu gucken im Kino, dann mach es. Lohnt sich wirklich. Ist ein ganz, ganz, ganz toller Film. Dann habe ich, Ladies and Gentlemen, endlich Encanto geguckt. Den Disney-Film, von dem alle sprechen. Der Disney-Film, der dafür sorgt, dass alle nur noch durch ihr Haus rennen und We Don't Talk About Bruno singen. Und ja, als ich den geguckt hatte, war es danach tatsächlich einfach nur so. I can't move the mountains. I can't make the flowers bloom. We don't talk about Bruno, no, no. We don't talk about Bruno. Pressure like a drip, drip, drip that'll never stop. Whoa. Pressure that'll tip, tip, tip till you just go pop. Whoa, oh, oh. Give it to your sister's older. Give her all the heavy things we can shoulder. Who am I if I can? Oh Gott. Tag ein, Tag aus möchte ich einfach nur diese Lieder hören und es gibt mir so ein richtig schönes Lebensgefühl. Und ich wusste gar nicht so richtig, worum es in der Geschichte eigentlich geht. Ich habe mich damit nicht wirklich beschäftigt. Das Einzige, was ich immer mitbekommen habe, ist, dass alle über diese starke Schwester reden, die immer irgendwelche Felsblöcke hochhält. Und ich dachte die ganze Zeit, die wäre die Hauptfigur der Geschichte. So ist es aber eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass Maribel Madrigal eine Familie hat und diese Familie ist gesegnet mit verschiedenen, ja ich sag jetzt mal magischen Fähigkeiten. Es ist so, dass ihre Oma damals ihren Mann verloren hat und eine Kerze, die quasi brennt und das Feuer und das Licht der Familie bildet, dafür gesorgt hat, dass sie eben ein magisches Zuhause bekommen und diese Fähigkeiten haben. Und jeder bekommt seine eigene Gabe. Und was es mit diesen Gaben auf sich hat, was es mit der ganze Familie auf sich hat, welche Rolle Maribel spielt, welche Rolle Bruno spielt, ja, Bruno, nicht Bruno, ja, und was eigentlich Familie wirklich ausmacht, ist quasi zentraler Bestandteil dieser Geschichte und es ist so schön gemacht, oh, es ist so schön und so farbenfroh und so lebensfroh und gleichzeitig so traurig und oh, es war einfach richtig, richtig, richtig dolle schön, fand ich und die Lieder sind halt, also wirklich, Man kann gar nicht stillsitzen, man sitzt da so mit dabei und denkt sich so, ja, okay, alles klar.
Und ja, solltest du Disney Plus haben, ich glaube, das ist das Einzige, wo man das gucken kann. Ich weiß es aber gar nicht so genau eigentlich. Guck's dir an. Ist richtig niedlich Guter gemacht. Letzt habe ich noch Don't Look Up geguckt. Das ist der Film, der bei Netflix so extrem gehypt wurde. Mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Da spielen aber auch noch einige, ja, andere hochkarätige Schauspieler mit. Es dauert jetzt aber zu lange, die alle aufzuzählen. Und da geht es darum, dass ein Asteroid entdeckt wird, der die komplette Erde zerstören wird. Und mit der kompletten Erde wird er natürlich auch die komplette Menschheit zerstören. Die Astronomen, die das entdecken, sind ja jetzt nicht so weltbekannt, sage ich mal. Und wenn jemand auftritt und sagt, hallo, die Erde wird übrigens untergehen, dann glaubt das ja natürlich zuerst keiner. Und sie wollen aber mit Hilfe der Medien wirklich dafür sorgen, dass die Menschen das glauben und dass man schaut, wie man dieser Katastrophe vielleicht entgehen kann. Dabei geht es viel darum, wie beispielsweise die Präsidentin der Vereinigten Staaten eigentlich sich in solchen Situationen verhält. Es ist sehr sarkastisch zum Teil dargestellt, es ist sehr lustig dargestellt. Gleichzeitig ist aber natürlich auch diese Panik und das, was so dieses ins Lächerliche gezogen werden eigentlich mit Menschen macht, auch im Mittelpunkt. Und mein Freund fand den Film furchtbar, der fand den richtig kacke. Also er meinte, ja, war okay, den zu gucken, aber war jetzt irgendwie so, was soll das denn, gerade wenn da so viele hochkarätige Schauspieler mitspielen. Ich fand ihn okay. Das ist halt so ein Weltuntergangsszenario und ich kann es mir auch einfach genau so vorstellen, wie es dort passiert, dass eben, wenn jemand sowas entdeckt, einem das eigentlich keiner glauben will. Von daher muss man jetzt nicht gesehen haben, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm wie mein Freund. So, und ich würde sagen, das war's mit meinem Hör- und Guckmonat. Sag mir doch gerne, was du im Februar gehört hast, ob du vielleicht auch noch eine Podcast-Empfehlung für mich und für alle anderen hast, was für Serien du geschaut hast, ob du Encanto schon geguckt hast. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, hab es fein. Ciao!